Moin, heute haben wir den Brustgurt an der Reihe. Hab 8 Tage auf die Lieferung gewartet, ist für den günstigen Preis jedoch vollkommen in Ordnung. So, was haben wir denn hier drauf? Gunwoll, Eco Green, Stay Protected in Connect. Irgendwelche Labels. Hier nochmal. Brustgurt, ja. Für die GoPro Hero 2, 3. Also, da wir wissen, dass die SJ4000 kompatibel ist mit den GoPro-Produkten, wird das schon passen. Das werden wir gleich erfahren. Packen wir das Teil doch einfach mal aus. Zack, vorne. Schickes Ding. So, die zwei Riemen kommen über die Schultern. Das sind die seitlichen Riemen. Hier wird der Verschluss geöffnet. Anziehen und wieder. Zack, geschlossen. So, hier haben wir das Plate. Hier haben wir einen J-Hook, diesen Haken, der auch in dem Lieferumfang der SJ4000 dabei ist. Den klemmen wir von unten nach oben dran. Zack, bis ganz durch. Ist nicht ganz einfach. Gut, ist drinne, ist fest. Super. Dann haben wir hier eine Schraube, die gehört immer dazu. Die SJ4000 setzen wir da verkehrt herum, also auf dem Kopf ran. Schrauben die dann hier fest. Zack. So. So sieht das dann aus. Die Option, das Bild dann auf den Kopf zu stellen, haben wir ja drin in der Cam. Aber so haben wir die Option, den Winkel einzustellen und nicht immer nur den Boden zu filmen. Hier haben wir den Brustgurt mal angezogen mit Cam im Case. Wie man hier sieht, elastische Bänder habe ich beim Auspacken nicht bemerkt. Sehr angenehm auf jeden Fall. Tragekomfort ist top. Für den Preis 1A. Für stehende Position ist diese Kameraposition also gerade nach vorne gerichtet optimal. Sobald ihr euch aber nach vorne lehnt, zum Beispiel beim Biken, das ist so aus, dann müsst ihr die Cam verstellen, also den Winkel verstellen, damit die Cam nicht nur den Boden filmt. Das würde dann so aussehen. Wenn ihr gerade steht, guckt sie nach oben, schräg nach oben. Also beim Biken runter, zeigt sie auf euch. Warte. Hier haben wir nochmal den Mechanismus zum Öffnen. Einfach wie eine Weste ausziehen und super ist. Zack, eingerastet, läuft. Wie ihr seht, die Cam ist etwas seitlich, die Halterung ist etwas seitlich eingebracht. Dafür ist aber die Linse genau mittig vom Körper für eine optimale Aufnahme. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Haut rein, ciao!